Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Der letzte Part war eigentlich ein ziemlich erfolgreicher, finde ich. Denn wir haben in der Ultra-Bestien-Quest etwas weitergemacht. Wir haben nämlich Mazurika besiegt und wissen jetzt, dass wir hier auf Akala neue Ultra-Bestien finden können. Nämlich genauer gesagt im Schattendschungel und noch beim Hügel des Gedenkens oder irgendwie so hieß der, dieser komische Hügel da halt. Und außerdem haben wir letztes Mal dann auch wieder einen neuen Kapu gefangen und zwar Kapu Fala. Auch ziemlich cool. War auch gar nicht mal einfacher, wir haben es hinbekommen und jetzt eben hier erstmal geht's weiter mit der nächsten Ultra-Bestie, die wir uns fangen wollen. Ultra-Bestie 03. Was hat die nochmal als Codenamen? Irgendwas mit Blitz oder sowas? Oder Donner? Also irgendwas Elektromäßiges. Da ich das schon weiß, kann ich eigentlich wieder Coldesun sogar nach vorne packen. Weiß sogar auch. Also Coldesun ist wirklich verdammt gut irgendwie. Für ganz viele von den Ultra-Bestien oder auch für die Kapus. Jetzt nicht für alle natürlich, nee, aber für ziemlich viele von denen. Weil er irgendwie in seiner Typkombination da echt. Okay, normaler Kampf erstmal, der echt irgendwie ganz gut dabei ist, weil als Geister-Pokémon kann er eben von nicht so vielen getroffen werden und als Elektro- oder als Boden-Pokémon meine ich auch, ja, obwohl eigentlich schon. Also er hat, ich meine, Coldesun hat schon viele Schwächen, ne? Wasser, Pflanze, Eis, Unlicht und Geist sind seine Schwächen, aber keine der legendären Pokémon oder auch Ultra-Bestien hatte bisher einen dieser Typen oder so, ne? Ich glaube irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall, Komma-Du-Tanja, ja, wir fliehen einfach mal. Würde ich sagen, bis wir halt die Ultra-Beste finden. Ich habe mich ja nicht getäuscht, ne? Im Schattenschungel ist eine. Ich glaube schon. Das kann man auch wieder an der Musik ein bisschen hören. Also immer wenn die Musik an einem Ort so besonders ist, wie auch jetzt gerade eben, dann heißt es, dass man hier halt eine Ultra-Beste finden kann. Und wenn die Musik im Kampf besonders wird, dann heißt es, dass wir ja halt da direkt wirklich eine Ultra-Beste getroffen haben. Hier leider nicht. Erstmal wieder nur ein normales, stinklangweiliges Trompek. Sorry, Trompek, aber du bist leider im Vergleich zu einer Ultra-Beste auf jeden Fall schon stinklangweilig. Ich würde jetzt ganz gerne die finden, die nächste. Ah, sehr gut. Okay. Wow. Das soll ein Pokémon sein? Also ich meine, die Ultra-Besten sind ja schon irgendwie Pokémon, aber irgendwie ganz, ganz komische. Also, du siehst ja auch sehr, sehr interessant aus. Jetzt muss man mal überlegen, wie war der Name nochmal? Voltriant, glaube ich, oder so. Oh, das sieht voll creepy auch aus, irgendwie das Ding. Heftig. Was heißt nochmal erhöht? Spezialangriff. Das ist natürlich schlecht. Level 65 hast du außerdem. Haben die anderen nicht 60 gehabt? Schon irgendwie, ne? Naja. Es hat auf jeden Fall nur Elektro. Ansonsten gar nichts anderes. Okay, dann ist Coldesun hier wirklich wunderbar. Wenn du jetzt nicht gerade eine Wasser-Pflanzen-Attacke oder sowas hast, dann sieht es ganz gut aus. Und wir schmeißen mal am Anfang einfach gleich mal, bevor ich irgendwas anderes mache, keinen Flop-Ball, sondern einen Ultra-Ball. Weil wir haben jetzt ziemlich viele von denen. Nämlich 27. Weil ich die ja immer sehr, sehr sparsam nur benutzt habe. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass ich die wirklich raushauen sollte, weil die halt wirklich super sind. Okay, aber das war jetzt dann doch zu viel verlangt. Es ist nicht geschwächt und keine Elektrofeld, okay. Und keine Statusveränderung. Ne, das war dann schon zu erwarten, dass hier nichts geschehen würde. So, was macht nochmal Elektrofeld? Ich muss mal kurz mir das angucken. 5 Runden lang das Pokémon, die sich am Boden befinden, einschlafen. Ach so, Hypnose wirkt nicht mehr. Das ist natürlich nervig. Und Elektroattacken sind gestiegen, aber ist mir ziemlich egal. Ja, okay, dann muss ich die erstmal schwächen. So. Wie ist denn deine Verteidigung eigentlich so? Ja, ich traue mich aber nicht, ein Erdbeben zu machen eigentlich. Okay, seine Werte sind ziemlich gra. Was? Der Spezialangriff ist auf 173 standardmäßig. What? Das ist ein bisschen viel, oder? Irgendwie. Ein bisschen sehr viel. Sogar die anderen Werte sind gar nicht mal so gut, aber der Spezialangriff ist ultra hoch. Und der ist ja auch noch um 2 Stufen gestiegen. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, mein Erdbeben könnte dich töten, weil deine Verteidigung ist nämlich nicht so gut. Und ich traue mich das nicht. Deswegen mache ich erstmal einfach dann einen Spukball, weil das wirst du auf jeden Fall überleben. So, was mit dem Blatt irgendwas? Das ist natürlich schlecht. Wow, was war das für eine Attacke? Warum hat der eine Pflanzenattacke eigentlich? Das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Ja, okay. Warum hast du eine Pflanzenattacke, du Arsch? Das ist fies. Ja, ich kann mal meinen Coldesun nochmal heilen. Mit einem Hypertrank diesmal. Weil ja vielleicht er jetzt dann gleich Blödsinn macht. Dieses Ding. Ich will eigentlich nochmal einen Spukball rauskriegen, weil dann wärst du nämlich genau im roten Bereich und das wäre cool. So, ja, wieder Blattgeißel. Was ist denn Blattgeißel? Das habe ich auch noch nie gehört. Ist das die Spezialattacke von dem? Das macht aber keinen Sinn. Weil warum sollte er eine Pflanzenspezialattacke haben? Ich heile mich trotzdem nochmal. Ja, weil er eventuell jetzt dann doch gleich was anderes macht. Ich meine, Hypertränke habe ich ja noch genügend. Deswegen, das passt schon. So. Und du machst wieder Blattgeißel, okay. Ne, die gibt's schon seit der 4. Generation. Okay, die hat Stärke 120 und Genauigkeit 85.
Okay, deswegen machen wir es einfach so. Ich hoffe einfach, dass irgendwann ich zu 50% Glück habe und sie nicht trifft. Das ist jetzt mein Ziel. Und damit mache ich nochmal einen Spukball und dann bist du im roten Bereich und dann siehst du schon mal ganz gut aus. Ah, sehr gut, perfekt. Und der Deckerfeld ist weg, deswegen können wir jetzt dann auch versuchen, dich einzuschläfern. Problem ist halt auch, ich meine, die einzigen beiden sinnvollen Statusveränderungen, die ich bei legendären Pokémon oder Ultrabesseln bewirken kann, ist Schlaf und Paralyse. Weil Vergiftung macht nämlich wenig Sinn, wenn ich die Dinger fangen will. Und Paralyse wirkt nicht, weil du Elektro bist. Deswegen muss ich dich eigentlich einschläfern, wenn ich irgendwas Sinnvolles machen will. Aber erstmal noch ein Spukball. Ja, okay, es macht aber immer ein Elektrofeld. Weswegen ich dich nicht einschläfern kann. Das ist sehr nervig. Weil ich dann jetzt nämlich nicht wirklich da was Tolles gegen dich machen kann. Weil einschläfern geht nicht. Roter Bereich, perfekt. Und auch Paralyse geht gar nicht. Na gut, dann müssen wir es halt jetzt so probieren. Aber trotzdem, die Ultrabälle sind ja wirklich super gut. Deswegen, wir schauen mal. Ja. Ah, sehr gut, okay. Yay. Das ist wirklich ziemlich einfach mit den Ultrabällen zu fangen. Also, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas dann falsch verstanden habe im Pokewiki. Weil ich ja nachgelesen habe, dass die 5-mal so gut sind wie ein normaler Pokéball. Und ein Finsterball ist aber 3,5-mal so gut. Also sind die gar nicht so arg viel besser. Aber irgendwie schon. Ich weiß nicht genau. Naja, wir haben auf jeden Fall damit einen Voltrian. Das sieht wirklich immer noch sehr, sehr creepy und interessant aus, das Ding. Weil irgendwie, ich meine, bei den ich meine, im Prinzip alle Pokémon haben ja irgendwie schon Augen und einen Kopf oder sowas, den man erkennen kann. Und da dann irgendwie Gliedmaßen oder so. Dass sie halt zumindest halbwegs ähnlich aussehen wie Tiere zum Beispiel oder so. Aber das Ding hier, das hat ja nicht mal Augen, oder? Ich weiß nicht genau. Es ist durch die Ultrapforte erschienen. Seine Überfälle auf Kraftwerke lassen vermuten, dass es seine Lebensenergie aus Strom bezieht. Okay. Nee, kein Spitzname. Okay. Ich meine zum Beispiel, Anego hat jetzt auch keine Augen gehabt, so irgendwie. Aber ich meine, haben Quallen Augen? Ich weiß es nicht. Ich glaube jetzt mal nicht. Eine weitere noch, genau. Aber trotzdem, Anego ist jetzt nicht so mega ungewöhnlich, weil Quallen kennt man halt, ne? Und dann Schabelle, das hat ja Augen, das Ding. Das sah halt sogar halbwegs menschlich aus. Wie so, im Prinzip wie so eine Frau halt, fast schon. Aber dieses Teil hier sah jetzt irgendwie wie gar nichts aus, einfach nur. Total komisch und creepy. Naja. So, das erste haben wir schon gefangen. Dann geht's weiter. Direkt zum, zum Hügel. Wo gehe ich denn da hin? Hier am besten. Ist, glaube ich, am nächsten. Zum Hügel des Gedenkens. Denn dort können wir doch dann eben eine weitere Ultrabestie finden. Ich glaube ja, es wurde ja gesagt, es ist nochmal dieselbe einfach, ne? Also auch wieder ein Voltrian der Zandleich. Was wieder nervig werden könnte. Aber ich lasse es auf jeden Fall wieder Kolossal machen, würde ich sagen. Weil er da die besten Chancen auf jeden Fall hat. Genau, okay. Dann einfach wieder halt zwei Spukbälle reinballern und dann halt einfach einen Ultraball werfen. Und dann dürfte es schon klappen, hoffe ich mal. So. Und das Akala Küstenstreifen. Warte mal, ist das hier Hügel des Gedenkens? Nee, das sind die Ruinen einfach, ne? Ja, okay. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo jetzt überhaupt der Hügel des Gedenkens hier ist, aber ich werde ihn schon gleich finden. Hoffe ich mal. Ich gehe mal hier durch. Ist das vielleicht der Friedhof-mäßige Ort so ein bisschen? Hier, okay, genau. Alles klar. Hier ist auch schon wieder dann verrückte Musik. Und hier können wir jetzt dann gleich wieder die nächste finden. Noch nicht hier, aber dann bestimmt bald. Also geht ja eigentlich doch schon relativ schnell. Also das Einzige, was ich halt bisher ein bisschen nervig fand, ist halt, dass wir im vorletzten Part war das, im vorletzten, genau, dass wir da halt gleich 4-mal ein Schabelle fangen mussten. Das ist ein bisschen zu viel. Also 2-mal so eine Ultrabesse zu fangen, das ist in Ordnung, finde ich, das geht klar. Aber 4-mal die gleich fangen zu müssen, das war ein bisschen zu übertrieben, finde ich. Vor allem, weil es halt 4-mal genau dasselbe war. Wenn es jetzt 4 verschiedene Ultrabessen gewesen wären, dann wäre es cool gewesen. Aber das kann man natürlich auch nicht erwarten, dass es so viele gibt, das ist mir schon klar. Aber da hätte man halt auch die Schabelle nur höchstens 2-mal fangen sollen, also, aber nicht 4-mal, das ist zu viel, finde ich. Aber gut. Hier jetzt in der Mission, wie es jetzt ist, dass wir halt 2-mal so ein Ding fangen müssen an verschiedenen Orten, das ist in Ordnung, weil 2-mal das ist noch im Rahmen. So, nochmal Flucht. Aber jetzt dann gleich werden wir hoffentlich mehr Glück haben. Und dann gleich das nächste und letzte Voltrian hier auf Akala finden. Und? Nein, immer noch nicht, okay. Aber ich hoffe jetzt, dass das jetzt der letzte normale Kampf sein wird und wir es danach dann hoffentlich finden werden. Noch ein Nebulak. Aber dieser Ort hier ist trotzdem besonders, weil an dem Ort hier habe ich ja meinen Shiny Zubat gefunden. Oder ich glaube, hier war das, ne? Ich glaube sogar genau in dem Busch-Grasbereich, wo ich mich gerade befinde. Ich glaube, genau dort haben wir damals unser Shiny Zubat, oder habe ich damals meinen Shiny Zubat gefunden. Wo mich immer noch viele von euch dafür hassen, dass ich Idiot hier einfach mal so ein Shiny finde. Immer noch nicht, okay. Vielleicht finde ich einfach nochmal einen Shiny, das wäre auch nicht schlecht. Glaube ich jetzt weniger. Dann doch eher die Ultrabestie. Nee, kein Shiny Nebulak. Aber ja, jetzt auch speziell auf ein Shiny zu warten, das, ne, da wird man, glaube ich, nicht mehr glücklich werden damit. So, noch eine Flucht? Ja. Ich bin ja hier schon richtig, ne? Hügel des Gedenkens wurde doch mir gesagt. Von Lebel. Ich meine, die Musik. Man kann es ja auch in der Musik erkennen, dass hier irgendwie was im Busch ist.
Aha, da ist doch was im Busch. Na also. Und zwar noch ein weiteres Voltriant. Immer noch sehr eklig, dieses Teil. So. Aber übrigens, jetzt kann ich das so ein bisschen erkennen. Also, ich weiß nicht, sollen das einfach Kabel darstellen da? Das habe ich davor irgendwie gar nicht erkannt. Das sah davor für mich eher wie Tentakel oder sowas aus, weil ich glaube, das sollen Kabel darstellen, oder? Und deswegen auch Elektro. Also, so ein Kabel-Pokémon. Das ist auch sehr interessant. Na gut. Auf jeden Fall. Ja, Erdbeben würde ihn töten, deswegen nein, Spukball. So. Du machst Hypnose, was fällt denn dir ein? Okay, das ist interessant. Der macht offenbar nicht Elektrofeld. Weil das würde nämlich sehr kontraproduktiv für ihn sein, wenn er selber Hypnose hat. Der will mich einschläfern. Das ist ja fies. Okay, machen wir trotzdem einfach weiter. Mit Spukball. Ne, macht er. Hä, bist du dumm? Der hat Elektrofeld und Hypnose. Das macht ja gar keinen Sinn. Was ist das für ein Quatsch? Wer hat sich das einfallen lassen? Naja. Aber du hast offenbar bessere Spezialverteidigung als ein anderer Kollege. Du bist nämlich jetzt noch im gelben Bereich, genau. Und ein Gigasauger würde schon ausreichen, vielleicht. Er hat keinen Step. Ja, ich weiß nicht genau. Ist mir aber zu riskant. Ist mir zu riskant. Ich werde einfach Ultrabälle werfen, weil die ja wirklich sehr gut sind. Und selbst im gelben Bereich dürfte das dann halbwegs leicht zu fangen sein, hoffe ich jetzt mal. Ja, okay, also das Fangen von den Ultrabällen ist wirklich ziemlich einfach. Mit den Ultrabällen ist das gar kein Problem. Da ist es deutlich schwieriger, die Kapus zu fangen. Aber ist auch in Ordnung so. Okay. Gut, das... ich wollte keinen Spitznamen geben. Nein. Mann, ey, sorry. Wie oft habe ich mir jetzt schon im ganzen Let's Play da immer vertippt und bin immer auf Spitzname Ja gegangen? Bestimmt schon 10 Mal oder so, ne? Mindestens. Keine Ahnung. Naja. Okay, alle gefangen. Yay! Gut, dann gleich zurück zu Libell. Und wenn es dann gleich nicht noch ein weiterer Kampf kommt gegen irgendeinen random Trainer, das war ja beim letzten Mal auch so, dass wir da gegen die Matsurika gekämpft haben. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dann können wir in dem Part uns noch einen weiteren Kapu fangen. Und zwar halt dann den Kapu von Ula Ula. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir schauen einfach dann gleich mal. Aber wenn ein Kampf kommt, dann werden wir es eh nicht mehr schaffen. Aber einfach mal gucken, ne? So. Aber ich will mal kurz jemand anderen nach vorne packen, falls gleich ein Kampf kommt. Und zwar Donarion hat das einziges noch... Ah ne, gar nicht, war Kravella auch noch. Kravella mal. So. Wir haben es geschafft, Libell. Ja. Ausgezeichnet, hervorragende Arbeit, bla bla. Wir haben die Daten der Ultrabestie, die du gefangen hast, an das Hauptquartier und an Pia weitergeleitet. Das war gute Arbeit, Benny. Dann bekommen wir die Lösung, bla bla. Okay, immer dieselben Texte irgendwie. Uff. Chefin, ist alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Ich fühle mich nur ein bisschen schwach. Du musst dir keine Sorgen machen. Das sehe ich aber anders. Meine Chefin strotzt normalerweise nur so vor Stärke, wie ein Machomai. Nein, so schlimm ist es wirklich nicht. Tut mir leid, dass du dir meinetwegen Sorgen machen musst. Mir geht es gut, wirklich. Irgendwas stimmt mit Annabelle auch nicht. Du bist echt ein beeindruckender Trainer, Benny. Alleine Voltriant von der Stadt fernzuhalten, hat mich schon meine ganze Kraft gekostet. Aus irgendeinem Grund sehen mich die Ultrabestien so seltsam an. Als wäre ich ihr Feind oder ihr Mittagessen. Das ist bestimmt nur ein falscher Eindruck. Das muss die Erschöpfung sein. Ich bin mal so frei. Yasu! Na, alles klar. Was machst du? Hey, Nummer 836 oder sowas. Oder warte, dein neuer Name lautet ja Libell, stimmt's? Ja. Nicht so abweisend. Immerhin bin ich extra hierher gekommen, um euch neue Infos zu den Ultrabesten zu bringen. Ach ja? Das Monster, das ihr Zündung nennt, es treibt sich im Moment auf Ula Ula herum. Mehr dazu, wenn ihr auf der Insel seid. Können wir diesen Informationen tatsächlich trauen? Na hör mal, ich bin schließlich derjenige, den sie auf Ula Ula zum Inselkönig gemacht haben. Wenn nicht bald was gegen dieses Monster unternommen wird, kriege ich mächtig Zoff mit dem Schutzpatron. Vielen Dank, Yasu. Also dann... Libell? Ja? Du und Yasu, ihr kennt euch? Ein wenig, von früher. Aber sollten wir uns nicht lieber um unseren Auftrag kümmern? Irgendwie ist mit Yasu auch noch was komisch.
Da hast du wohl recht. Wir müssen uns auf die gesichtete Ultrabestie konzentrieren. Wir werden unseren Stützpunkt im Hotel von Ula Ula einrichten. Benny, willst du dich uns anschließen, sobald du bereit bist? Dann auf nach Ula Ula. Kommst du nach, Benny? Es ist auf Route 13. Okay. Merke ich mir. Alles gleich hin. Dann werde ich sogar mal noch kurz bei Ihnen. Oder? Oder sollen wir den nächsten Caput gleich fangen? Können wir natürlich auch noch mal. Ich meine, wir haben noch viel Zeit in dem Part, deswegen soll ich es eigentlich hier ausnutzen. Ja, wir fangen mal den nächsten Capo noch. Ist, glaube ich, besser. Ist ja auch auf Ula Ula. Jetzt muss ich überlegen. Genau, das war hier in der Wüste. Hier bei den Ruinen des Gedeihens. Genau, da kommen wir auch direkt hin. Machen wir. So, ich denke ja übrigens mal, dass dann die nächste Ultrabestie irgendwas mit Feuer zu tun haben wird. Ich habe jetzt den Codenamen nicht gemerkt, aber es war doch irgendwas, was im Entferntesten was mit Feuer zu tun hatte, ne? Ich glaube schon. So, auf jeden Fall. Habe ich eigentlich alle, sind alle geheilt? Schon, ne? Genau, Gravel ist auch vorne. Ja, ist schon in Ordnung. Gravel ist wahrscheinlich nicht so toll, würde ich mal fast vermuten. Ah, das muss ich übrigens noch lösen. Haben wir das noch nicht schon mal gelöst, das Rätsel hier? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wahrscheinlich ist Gravel nicht ganz so gut gegen jetzt den nächsten Kapu, weil Gravel relativ viele Schwächen hat. Aber das ist schon in Ordnung. Muss ich ihn halt dann auswechseln, das passt aber schon. So. Soll ich wieder mal speichern übrigens? Ja, das soll ich glaube ich machen, weil bei den Kapus habe ich ja wahrscheinlich nur eine einzige Chance. Bei den Ultrabessen. Ich speichere mal, oder? Ja. Bei den Ultrabessen habe ich übrigens mich mittlerweile sogar informiert, was passiert, wenn man sie besiegen sollte und nicht fangen sollte. Dann muss man halt das dann einfach nochmal fangen. Und dann wird es einfach nochmal auftauchen, man kann es dann nochmal fangen. Also passiert quasi gar nichts. Man hat halt dann ein bisschen was verkackt, aber nicht viel im Prinzip. Aber ich denke mal, diese Kapus wie auch andere legendäre Pokémon, die verschwinden für immer, wenn sie besiegt sind. Und das wäre schlecht. Deswegen habe ich jetzt lieber mal gespeichert. So. Auch wenn ich eigentlich immer ungern in Part speichere, das war es jetzt doch hier schon wert. Toro. Okay. Capo Toro. Das habe ich noch gar nie gehört, überhaupt. Und. Hui, gesehen habe ich auch noch nie. Nee. Aber du hast ähnliche Verzierungen wie Capo Riki. Das sieht aber sehr interessant aus, auf jeden Fall. Du bist doch bestimmt Kampf, oder? Graserzeuger. Okay. Bist du Kampfpflanze oder sowas? Ich schau mal trotzdem kurz nach, weil bei den Capos habe ich immer keine Ahnung. Oder bei den Ultrabessen ja auch, was die immer für Typen haben. So, eine Sekunde, ich muss es nur finden. So. Okay. Und du bist. Ja, bitte laden, PokeWiki. Komm schon, lad halt. Gleich, Moment. Eine Pflanze Fee. Okay, schon wieder eine Fee. Alles klar. Das ist durch Gravel wieder nicht ganz so toll. Wegen dem Feentypen. Aber ich kann dir immerhin trotzdem ein bisschen Schaden reindrücken. Wie ist. Ich muss mal kurz deine Werte angucken, weil ich das jetzt einen Fehler mache und dich töte. Wie ist denn so deine Verteidigung? Die ist recht hoch, tatsächlich. Die ist ziemlich hoch, ja. Und du bist ein physischer Angreifer. Okay. So, gegen Pflanzefee. Also gegen Pflanzen habe ich ja irgendwas, nämlich Eis, genau. Also ich könnte einen Eishammer machen. Aber ein Eishammer könnte dich sogar. Könnte dich sogar töten. Ich weiß es nicht. Seine Verteidigung ist schon ziemlich hoch, aber Eishammer ist ja auch noch Step und sehr stark und sehr effektiv. Ich würde eigentlich fast lieber eine neutrale Attacke machen, tatsächlich. Was ist mit Erdbeben? Das ist gegen Pflanze nicht sehr effektiv. Und Gestein ist gegen Pflanze neutral. Ich könnte Steinkante mal machen. Initiative von dir ist nicht so gut, aber du bist schneller als Gravelle. Ich überlebe eh keine Mondgewalt oder sowas, aber ich mach mal, oder Nahkampf sogar. Ich mach eine Steinkante, einfach mal so. So. Sein Kopfstoß. Ja, okay. Psycho überlebe ich auch nicht. Doch, ich überlebe. Ziemlich locker sogar. Okay. Ja, so viel dazu. Mann, ey. KP wurden aufgefrischt. Okay. Warum das denn? Warum wurden die jetzt aufgefrischt? Habe ich Gravel irgendeine Beere gegeben? Nee, ich hab keine Beere gegeben. Warum wurden die KP aufgefrischt? Ach, deswegen. Was macht ein Grasfeld? Die KP von Pokémon, die sich am Boden befinden, werden 5 Runden lang leicht aufgefüllt. Das ist natürlich super nervig. Wenn der sich immer wieder heilen kann. Och Gott, ey. Das wird ein schwieriger Kampf. Ja, ich hätte übrigens am Anfang wieder einen Flopball werfen sollen. Ach du Heilige. Das wird ein schwieriger Kampf werden. Heieiei. Ja, ich muss Gravel fast abkratzen lassen, mal kurz. Ich lass mal abkratzen. Einmal auch nochmal Steinkante. Ja, das ist der Tod. Sorry, Gravel. Okay. Also, du hast wahrscheinlich noch eine Feenattacke. Und wahrscheinlich eine Pflanzenattacke. Und eine Psychoattacke. Das weiß ich. So. Wer ist denn da jetzt gut? Das ist jetzt sehr viel auf einmal. Amphira nicht wegen Psycho. Choreogel.
Ich meine, ich muss ja auch bedenken, dass er ein physischer Angreifer ist. Weswegen ich auch eher Leute mit einer guten physischen Verteidigung brauche. Und Kolossand und Dornarion haben das am ehesten. Was ist mit Dornarion? Dornarion kann er nicht sehr effektiv treffen mit den Typen, die ich gerade aufgezählt habe. Stimmt's? Mit Pflanze nicht. Also Pflanze ist sogar wirklich nicht sehr effektiv. Psycho ist neutral, aber gut. Und Fee ist neutral. Okay. Dann nehme ich mal Dornarion und werde dann Paralysen machen. Auf ihn, auf jeden Fall. Und dann einfach ein bisschen Schaden mit halt irgendwas anderem. Keine Ahnung. Aber erstmal paralysieren. Ist, glaube ich, ganz gut. So, sein Kopfschuss. Ja, aber es dürfte nicht mal die Hälfte, glaube ich, sogar machen, oder? Nein. Okay, sehr gut. So, Donnerwelle. Puh. Jetzt dürften wir schneller sein, weil du nämlich nicht so mega schnell bist. So, jetzt mal kurz überlegen. Donnerblitz ist nicht sehr effektiv. Wegen Pflanze. Käfer ist neutral, weil es ist sehr effektiv auf Pflanze, aber nicht sehr effektiv auf Fee. Deine Spezialverteidigung ist aber auch nicht so gut. Aber ein Käfergebrumm wird es doch trotzdem... Ich meine, der Spezialangriff von der Nahrung ist super, super hoch, aber es ist nur neutral. Also wird der Käfergebrumm schon überleben? Doch, wird er. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Hoffe ich zumindest. Doch. Doch. So, wer schneller? Wir sind schneller, ja. Und jetzt bitte nicht sterben. Das wäre jetzt ganz schlecht. Ja. Gut, okay. Und paralysiert. So. Die Heilung ist aber wirklich super nervig. Aber das blöde Pflanzenfeld hört ja auch schon dann bald auf wieder. Oder Grasfeld hier, genau. So, wie ist jetzt mit dem Donnerblitz? Donnerblitz ist ja nicht sehr effektiv. Wegen Pflanze eben. Und... das würde heißen, dass es einen Donnerblitz überleben würde. Ziemlich sicher. Weil Käfergebrumm und Donnerblitz sind ja gleich stark, oder? Bei Käfergebrumm... genau, auch 90, ja. Sind gleich stark. Aber das ist eben nicht sehr effektiv, deswegen es macht nur die Hälfte. Also wird es überleben, auf jeden Fall. Dann noch ein Donnerblitz, ja. Sehr gut. Perfekt. So, Vielender. Was ist das? Autsch. Keine Ahnung. So, ein bisschen geheilt. Aber immer noch im roten Bereich und es hört auf. So, wenn der jetzt nicht auch selber Grasfeld hat, wäre das ganz schön. Ich meine, Grasfeld, das hat sich ja nur wegen seiner Fähigkeit aktiviert. Aber wenn er jetzt nicht selber auch die Attacke Grasfeld hat, dann wäre das ganz cool. Okay, ich heile mein Dornarion. Ich habe übrigens ein paar neue Top-Tränke gekauft. Ich habe wieder 10 Stück von denen. Aber ich nehme jetzt mal nur einen Hypertrank erstmal, würde ich sagen. Und dann will ich halt gleich Bälle werfen. So, aber wir dürften es... schaffen, dich halbwegs dann gut zu fangen, hoffentlich zumindest, weil die Voraussetzungen sind auf jeden Fall gut. So, sein Kopfstoß, das macht aber nicht so viel Schaden. Ja, also Dornarion hält hier ein bisschen was aus, auf jeden Fall. So, gut, dann los geht's mit ein paar Finsterbällen. Ich habe noch 18 Stück, Hyperbälle habe ich noch, glaube ich, 40 oder so. Also dürfte schon passen, aber erstmal Finsterbälle, weil die besser sind. Nee, leider nicht, okay, aber wäre auch zu schön gewesen. Aber paralysiert, okay. Aber doch, wir haben jetzt wieder mal gute Chancen, weil roter Bereich und weil Statusveränderung und weil guter Ball. Und, ne, deswegen kann schon drin bleiben, vielleicht. Nein, wieder nur eine 1. Na gut. Schädelwurmel hast du auch noch. Was macht das? Verteidigung steigt. Ja, das ist mir ziemlich egal. Erhöht Schädelwurmel nur die Verteidigung, macht nichts anderes, das glaube ich eigentlich nicht. Das macht doch bestimmt noch irgendwas anderes. Oder kommt jetzt gleich ein Angriff raus? Ich weiß, ich werfe mal trotzdem noch einen Ball. Keine Ahnung. Der hat aber sehr interessante Attacken. Dann irgendwie. Hat er überhaupt eine Pflanzenattacke? Oder eine Feenattacke? Das kann. Also irgendwie. Also entweder hat er keine Feen- oder keine Pflanzenattacke, oder? Ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Nochmal Schädelbummel. Jetzt kommt ein Angriff, genau. Autsch. Das tut weh. Okay. Oder was ist denn Schädelbummel? Ist Schädelbummel Pflanze? Nee. Ne, normal einfach, genau. Also er hat Schädelwurm, was normal ist, dann, was ist denn Vielender? Werde ich auch da mal nachgucken, aber erstmal wieder kurz einen Hypertrank, mal kurz. So. Ja. Aber Schädelwurm ist ja sehr interessant. Also, die muss man zwar einmal aufladen, aber beim Aufladen, wird dafür dann, Naturzorn hast du noch, okay. Beim Aufladen wird dafür dann die Verteidigung erhöht, das ist interessant. Okay. Eine weitere Attacke überlebe ich aber, glaube ich. Deswegen nee, nicht angreifen, sondern wieder einen Ball werfen. So. Oh Mann, ey. Okay. Ne, dann hast du offenbar tatsächlich keine
Pflanzenattacke. Weil, das überlebe ich ja, ne? Ja, weil Vielender ist nämlich eine Käferattacke. Schädelwurm ist normal, sein Kopfstoß ist Psycho und Naturzorn ist ja nicht Pflanze, sondern glaube ich Fee. Oder ist das Pflanze? Ich glaube eher Fee. Glaube ich schon. Aber, aber auf jeden Fall hat er dann halt keine Pflanzenattacke, obwohl sogar ein Pflanzenfeld erzeugt wird von ihm. Das ist ja auch ein bisschen verschwendet irgendwie. Muss ich zugeben. Oder vielleicht ist Naturzorn auch doch Pflanze. Ich schau mal kurz nach. Aber selbst wenn es Pflanze wäre, dann hätte er ja keine Feenattacke, was auch komisch wäre. Weil immerhin ja einer seiner Typen Feen ist. Ne? Also so oder so ist es komisch. So, dann wieder mal ein Fensterball. Ne, Naturzorn ist Fee, passt schon. Ach, das ist... Ah, okay. Naturzorn ist übrigens die Spezialattacke von den ganzen Kapus. Ach, siehst du mal. Ah, richtet Schaden in Höhe von 50% der verbleibenden KP des Zieles an. Das ist ja interessant. Okay. Genauigkeit ist 90%. Und es macht immer 50% des Schadens von den aktuellen KP. Also wenn ich mich halt jetzt treffen würde, dann würde ich halt 35 oder 36 Schaden nehmen. Oder so. Das ist interessant. Okay. Alles klar. Ja, heißt aber eben im Klartext, ich meine, die Feenattacke bringt ihm ja auch nichts, weil der Step-Bonus, der hat ja keine Wirkung dann, weil es eh immer den gleichen Schaden macht, offenbar. Ist interessant. Und Pflanzenattacke hat er auch nicht. Das ist sehr, sehr komisch. Obwohl halt am Anfang er dieses Grasfeld da erzeugt, kann er davon quasi gar keinen Gebrauch machen. So ungefähr. Das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Na gut. So. Aber irgendwie hast du nicht so wirklich viel Bock, in meinen Bällen drin zu bleiben. Das merke ich schon. Ja, ja. Wäre denn jetzt eigentlich doch jemand anderer besser? Was ist denn mit Kolossand zum Beispiel? Kolossand hat halt bessere Verteidigung noch als Sonarion und glaube ich auch mehr KP, oder? Ja, aber bessere Verteidigung auf jeden Fall. Und Psycho ist auf Kolossand nur neutral. Fee ist auf Kolossand nur neutral. Und Käfer hat er ja noch. Ist auf Kolossand sogar nicht sehr effektiv. Deswegen Kolossand wäre sogar besser tatsächlich. Wieder mal. Mache ich also deswegen mal, würde ich sagen, weil Kolossand hält ein bisschen mehr aus und dann muss ich eben nicht so ganz viele Tränke hergeben, im Normalfall zumindest. Weil ich glaube nicht, dass die Verteidigung von Kolossand eben besser ist als die von Donarion, deswegen nehmen wir mal Kolossand rein. Ja. So. Und werde aber dann trotzdem einfach weiterhin Bälle schmeißen, wie ein Verrückter, natürlich. So. Ist ein Kopfstoß? Ich wehr sogar ab. Okay, hast einfach nicht getroffen. Gut, so. 11 Finsterbälle habe ich noch. Ich muss dann nach dem Part am besten noch wieder Finsterbälle kaufen. Weil ich halt schon hauptsächlich immer die benutzen will, weil sie eben besser sind als Hyperbälle. So, Schädelwurme. Das ist mir ziemlich egal, ehrlich gesagt. Kannst du gerne machen, ne? Das trifft mich nämlich gar nicht, du Idiot. Oder? Schon, ne? Ist ja normal. So, noch ein Finsterball. Ja. Oh Mann, ey. Hatten wir überhaupt schon mal drei Wackler bei dem? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube sogar nicht, oder? Ach Mensch, ey. Können noch ein bisschen dauern. Ich meine, wir haben aber schon die besten Voraussetzungen geschafft. Also besser kann ich es nicht machen. Er ist im roten Bereich. Und er hat halt, er ist halt auch paralysiert noch obendrein. Also viel besser kriege ich es nicht mehr hin, auf jeden Fall. Ja, Kolossand steckt das besser weg, das ist ganz gut. So, dann gleich der nächste Finsterball. Ja, ich meine, ich könnte natürlich nochmal eine weitere Attacke machen und ihn dann noch etwas weiter nach unten im roten Bereich bringen. Das wäre aber zu riskant, finde ich. Also ich finde, immer im roten Bereich reicht es dann auch mal. Und darunter zu gehen ist dann riskant. So, es dürfte jetzt nicht viel Schaden machen. Ja, was nicht sehr effektiv ist, genau. Okay. So. Aber nur noch 7 Finsterbälle. Das ist schlecht. Weil ich dann danach eben auf die etwas schlechteren Hyperbälle wechseln muss. Hm. Oh Mann, ey. Noch nicht mal eine 3 habe ich gehabt, glaube ich, ne? Gibt's doch nicht. Du nervst mich. So, machst jetzt 50% der KP. Ja, ich muss mich also heilen im Klartext. Na gut, machen wir. Mit einem Hypertrank. Hypertränke habe ich noch genügende und ich habe ja auch noch Top-Tränke, einige. Also da muss ich mir keine Sorgen machen. wo ich mir eher Sorgen machen muss vielleicht, ist, dass er irgendwann mal Verzweifler einsetzt. Wenn ich ihn jetzt nicht dann gefangen bekomme, weil da wird es schon auch noch ein bisschen dauern bis dahin. Auf jeden Fall. So, dann der nächste Ball. Aber wenn der Kampf halt noch ewig lang dauern sollte, dann würde er halt irgendwann schon auch vielleicht dann Verzweifler einsetzen müssen. Und das wäre schlecht, weil er sich dann selber Schaden macht. Ah, Mann, ey. So, nochmal viele Ender. Ja, ich muss mich aber gleich wieder heilen im Klartext. Jap. Sehr nervig das Ganze, aber so ist es leider mit den legendären Pokémon. Das war schon immer so, dass die halt nicht einfach zu fangen waren. Leider. Man da auch ein bisschen Glück brauchte.
So, paralysiert mal wieder, sehr gut. Okay, seit ich wieder sehr viele KP habe, kann ich also viele Bälle hintereinander werfen, ohne dass ich mich dann zwischendrin heilen muss. So, jetzt in einem von diesen fünf letzten Finsterbällen müsste jetzt noch drin bleiben, oder? Komm ich bitte. Ja, mal drei wenigstens. Lass mich halt wenigstens, gib mir mal wenigstens die Hoffnung, dass es klappen könnte, indem du mal dreimal wackeln lässt. Mann, ey, kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Es wäre übrigens eigentlich am klügsten von ihm, wenn er Naturzorn einsetzen würde, wenn ich noch volle oder fast volle KP habe, weil es dann am effektivsten ist, die Attacke. Aber irgendwie ist er dazu blöd dafür. Naja. Ja, komm, komm, komm. Yes, okay. Sehr schön. Gut, keine einzige 3, glaube ich, so ungefähr. Oder vielleicht eine mal zwischendrin, die ich nicht mitbekommen habe oder so. Aber auf jeden Fall jetzt gefangen. Heieiei. Und Level 60 damit vor Danarion. Huiuiuiui. So. Und damit schon den dritten der Kapus auch gefangen. Die sehen schon sehr, sehr episch aus. Alles klar. Ja, aber jetzt fällt mir gerade, das ist mir irgendwie bei Capo Fala gar nicht so aufgefallen. Aber Capo Fala hatte ja auch schon diese Verzierungen, dass es so ein bisschen stachelmäßig aussieht, wenn ihr wisst, was ich meine. Diese weißen Dinger da halt mit der schwarzen Outline und so, ne? Haben die offenbar alle. Der letzte dann bestimmt auch noch. Der träge Schutzpatron von Ula Ula. Es stoppt seine Gegner, ja doch, er stoppt seine Gegner mit Hilfe von Pflanzen und spießt sie dann mit seinen Hörnern auf. Wow, ziemlich brutal wieder mal. Aber trotzdem hatte er keine einzige Pflanzenattacke. Immer noch seltsam. Aber gut. So. Aber wieder mal haben wir eine halbe Stunde gebraucht. Exakt, so ziemlich. Ja, nicht ganz exakt, aber schon ziemlich genau eigentlich. Deswegen, und die Parts kann ich echt immer eigentlich ziemlich gut beenden. Was ganz schön ist auf jeden Fall. So, warum gehen eigentlich hier die Blöcke wieder zurück? Ich meine, die anderen Blöcke in den anderen Ruinen, die bleiben doch, oder? Warum gehen die hier immer wieder zurück an ihren Ort? Keine Ahnung, weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, beim nächsten Mal, da werden wir uns dann wieder etwas mehr um die Lebel-Quest kümmern, würde ich sagen. Dass wir dann eben hier ins Motel auf Route, was war's? 13, 12? 13, glaube ich, begeben werden. Und ich kann schon mal da versuchen hinzufliegen am besten, mich da vorzustellen. Wenn ich es jetzt denn finde, ist halt die andere Frage. Wo ist denn Route 13? Wo ist Route 12? Das ist 13. Ich habe da gar keinen Warp-Punkt hin. Ist da ein Motel? An der Stelle? Es steht jetzt nicht dabei. Nee, ich weiß es nicht genau. Muss ich jetzt hier dann wirklich noch suchen? Danach, ich hoffe doch nicht, das wäre ein bisschen nervig. Aber dürfte ich schon hoffentlich relativ schnell finden. Ich werde jetzt nochmal ganz, ganz kurz gucken, ob ich das dann hier noch entdecken kann. Und dann werde ich gleich den Part beenden. So. Also ich glaube, es war Route 13 oder 12, hat er gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube eigentlich eher 13. Wir schauen mal kurz. Dann geht's mal wieder hier kurz entlang. So, das war ja Route 13, das hier. Mit der Oase in der Mitte. Genau. So, ist hier ein Motel. Hier sind einige Wohnwegen. Da ist ein Motel. Okay, gefunden. Alles klar. Gut, dann würde ich erst erstmal sagen, Leute, was hier für diesen Part von Let's Play Pokémon Mond. Beim nächsten Mal geht es dann weiter eben mit der nächsten Lebell-Quest, mit dem nächsten Lebell-Auftrag. Und dann werde ich danach vielleicht dann doch mal mich im Kampfbaum ein bisschen umgucken. Ich will eigentlich den Kampfbaum nicht unbedingt ganz am Ende machen, sondern eigentlich auch so zwischendrin, dass wir halt da immer schön viel Abwechslung haben, dass wir nicht immer dasselbe haben. Und deswegen vielleicht beim nächsten Mal dann sogar, nachdem wir die Ultra-Bestie hier gefangen haben, die nächsten paar, dass wir dann uns sogar zum Kampfbaum vielleicht aufmachen werden. Müssen wir auch noch sehen, werden wir dann schon alles noch herausfinden beim nächsten Mal. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.